als Mensch, dass da gar keine Ziele gibt. Weil wo will ich denn hinrennen? Also wenn ich mich eh schon wohlfühle, dann kann ich überall hingehen und ich kann mir Ziele setzen. Aber ob das dann so kommt und ob die jemals erreicht werden, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ein Riesenunterschied, das ist halt Freiheit. Das eine ist, ich muss, ich muss, ich muss, komme dann da an und fühle mich dann immer noch mies, gehe dann wieder weiter, fühle mich immer noch mies und muss und muss und muss. Und das geht dann immer von einem Kringel in den nächsten. Und als natürliche Menschen können wir das auch machen. Aber das ist halt dann nicht ein Kringel, sondern du machst halt was auch immer. Aber du musst es nicht, sondern du kannst. Da fällt mir jetzt gerade was ein, spontan. Wir hatten ja auch ein Ziel. Wir hatten auf Mallorca vor, ein Interview zu machen. Und das haben wir auch gemacht hier für die Zuschauer. Aber das war eine wunderschöne Location, also wunderschön. Leider aber war der Ton völlig unbrauchbar. Und das spiele ich euch also dann hier ein, Volker, wenn es für dich okay ist, im Hintergrund, während wir jetzt reden. Könnte ich doch diese Szene, wo wir uns unterhalten, kurz mal zeigen. Und ich fand das sehr, sehr schön, wie du reagiert hast. Nämlich, ich sage, oh Mist, nach dem Interview, es ist kein Ton drauf. Und deine Antwort war, na und, wir hatten doch Spaß eben, als wir gesprochen haben. Ja, Ja, war doch ein herrlicher Nachmittag, oder? war ein herrlicher Nachmittag, das kann uns doch keiner nehmen. Wir hatten Spaß und jetzt gehen wir essen und hab weiter Spaß. Und das ist vollkommen entspannt. Kurz das mit diesem Spaß, weil du es gerade ansprichst. Ja. Der Spaß der Persönlichkeit ist ja auch ein ganz anderer als der Spaß des natürlichen Menschen. Ja? Die Persönlichkeit hat ja hauptsächlich dann Spaß, wenn sie ihre Mehrwertigkeit oder ihre Pläne in irgendeiner Form erfüllt sieht. Bei Menschen ist es im Prinzip ein durchgehender Genuss so. Also dieser Begriff Spaß, ich benutze den Begriff zwar mal, weil es versteht halt jeder, aber es ist eben nicht der Spaß, weshalb, sondern es ist im Prinzip dieser permanente Ausdruck des Lebens, was da ist und dieses Wunder, als dass wir da was auch immer machen können und was dann dabei rauskommt, das ist eben genau das jetzt wie bei diesem Interview, das spielt halt so überhaupt keine Rolle. Das Interview war halt kein Ton, ja, war halt so, warum auch immer. Ja, du kannst dann tausend sagen und oh, ja, du hast Schuld und meine Zeit und ja, das ist ja alles vollkommener Quatsch. Wir sind da gesessen, war ein herrlicher, einfach, das war ja ein permanenter Genuss, dieser ganze Nachmittag. Und das ist eben dieses, nicht das Spaß haben, weil dann irgendwas bei rauskommt oder Spaß haben, weil es jetzt genau so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern das ist ein permanenter Genuss. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte mit dem Rechts- und Links abbiegen. Es ist ein permanenter Genuss, ob du halt jetzt rechts dich entscheidest oder links dich entscheidest. Und das ist der Unterschied zur Persönlichkeit, die entscheidet sich auch für rechts oder links, aber die hat dann maximal mal so ein bisschen Spaß, weil es jetzt gerade in die Richtung geht, dass die Ziele erreicht werden oder das, was sie so gerne mögen und was sie so brauchen und was sie wissen, dass ihnen das gut tut. Ne? Aber das ändert an diesem durchschnittlichen Jahreslebensgefühl, was alle eigentlich interessiert, was nur die wenigsten sich mal anschauen, da ändert es ja nichts. Sondern hast du einen kurzen Peak und hinterher hast du ja sowieso wieder Angst, dass es wieder anders wird. Und es ist ja immer so ein. Die Persönlichkeit bewegt sich ständig in Angst, hoch und runter. Und das, was sie als Wohlgefühl kennt, ist nur ein bisschen weniger Angst als das durchschnittliche miese Gefühl, was sie kennt und gar nicht mehr wahrnimmt, dass das gar nichts mit Wohlgefühl eigentlich zu tun hat.